Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Okami. In der letzten Folge haben wir das Gift aus den Zuta-Ruinen entfernt und machen uns jetzt mal auf den Weg in diese komische Statue. So. Als erstes möchte ich zu den Grabungsstellen, die hier am Anfang des Levels noch waren. Wenn man das hier Level nennen kann, es ist einfach nur ein Gebiet, ne? So wirkliche Level hat das Spiel ja nicht, wo man das darin vielleicht unterteilen könnte. So. Dadadadum. Hui, ist das nicht ein schöner Kreis? Plus 5 Glück. Ne, das hatte ich schon. Das hier aber noch nicht. Hier wollte ich noch hin, genau. Ich grab nur ein bisschen daneben. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Okay. Erstmal das verfluchte Ding hier wegmachen. Ansehen. Du kannst die Kraft des Blühens einsetzen, um die Fläche zu füllen. Fülle sie einfach mit deinem Pinsel und das Blühen wird den Rest erledigen. Oh, schön. Nur noch dreimal Glück. Dann haben wir es hier. Yeah. Zeit, um den Magen aufzuwerten. Jetzt habe ich 2 Mägen. Ich bin eine Kuh. Nee, die hat 3, ne? Okay, ich würde sagen, als nächstes ist dann wieder die Tinte dran. Und dann... Na, ich glaube nicht, dass wir so viel Solarenergie momentan brauchen. Wir kamen ja immer gut zurecht bisher in den Kämpfen. Okidoki. Hier ist noch so ein Ding. War natürlich nichts. Wir bewässern hier mal alles, ne? Aha. Die öffnen sich, ja. Ja, da kommt die nächste Pinseltechnik. Hey, sieh mal, das Licht! Hier ist auch eine Konstellation. Wunderbar. Dahin und dahin. Dong. Hallöchen. Und gefangen? Oh. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Ich, Tsutagami, letzter des Triumvirats. Triumvirats? Okay. Der Götter der Flora, habe 100 Jahre ehrfürchtig auf deine glorreiche Rückkehr gewartet. Möge das Blühen des jungen Frühlings dich von nun an begleiten. Bringe neues Leben ins Land, das so schwer unter dem Bösen leidet. Dann zeig mal her, was du mir beibringen möchtest. Das war Tsutagami, der dritte und letzte Gott der Flora. Er ist der Gott, dem die Reben und Lianen gehorchen.
Eine Sage erzählt, wie Tsutagami diese Kraft einsetzt, damit sich Reben und seine Körper erschlingen und er durch die Lüfte fliegen kann. Hey, dort ist eine Konohana-Blüte, die Blume der Götter. Versuche, eine Rebe aus ihr heraussprießen zu lassen. Eine Rebe? Warte mal, ich kann nicht ins Menü. Okay. Eine Rebe. Ich weiß gar nicht, wie so eine Rebe aussieht. Schon ganz gut soweit. Male einfach einen Strich von der Konohana-Blüte zu deinem Körper. Okay. Wow! Cool! Perfekt! Wow, es ist schon ganz nützlich, einen Gott dabei zu haben. Du kannst Reben herausziehen, wenn die Konohana-Blüte geöffnet ist. Jetzt guck dich um und suche nach einer anderen, die blüht. Oh, wie geil! Trophäe Tsutagami. Wie cool ist das denn bitte? Geht das auch von so weit weg? Haha! Nice! Das ist so geil. Ich mag die Fähigkeit. Lass mich da durch. Ich finde das cool. Jetzt fangen die alle an zu blühen. Das finde ich toll. Davon haben wir ja schon einige gesehen. Im Dorf Kamiki und im Agatha-Wald. Überall. Überall. Wow, 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 wow. So war das aber nicht geplant. Reicht das bis zu mir? Nee. Komm schon. Das muss erst grün werden, ich verstehe. Komme ich hier hoch irgendwie? Nee. Hinter diesem Typi war doch so eine Pflanze, oder nicht? Also so eine Pflanze sei schon so eine Tür. Schau mal da oben. Aber die Pflanzen sind noch nicht geöffnet. Da oben möchte ich hin. Furchtbar gerne möchte ich da oben hin. Ah, jetzt leuchten die auf. Anscheinend, wenn ich in der Nähe bin. Großartig, wir haben es auf die Spitze geschafft. Aber es scheint eine Sackgasse zu sein. Was ist das? Ein Haken? Will man da nicht einfach irgendwas dran binden? Zum Bleistift? Was soll man denn da dran binden? Vielleicht diese Pflanzen? Sieht ganz gut aus. Oh, das war nix. Okay. Aber ich möchte ehrlich gesagt noch nicht auf die Spitze. Weil ich wissen will, was mit dieser Tür war. Ich spring mal kurz runter. Wir können da ja jederzeit wieder raufgehen. Nehme ich mal an. Außer ich habe mich jetzt hier verbuggt oder so. Jetzt muss ich mich mal umschauen. Warte mal. Upsi. Momentchen. Na, schwimm schon, Ami. Ich möchte zu dieser einen Tür, die da war.
Oder ich habe jetzt Mist gebaut. Man weiß es nicht. Genau. Ami? Wo bist du? Da. Habe ich nicht mal gesagt, ich finde den Spitznamen Ami nicht so toll und jetzt benutze ich ihn andauernd. Ist halt schön kurz. Hier, die Tür. Die Tür meine ich. Ach so, nee, hier bin ich hergekommen. Okay, hab mich vertan, sorry. Dann laufe ich wieder hoch. Passiert ja mal, ne? Ich sehe mich selbst nicht. Darauf muss man ja auch noch achten. Dann wieder hoch, hoppala. Ich finde die Fähigkeit so cool. Schaffe ich das da hoch? Nein. Wohin dann? Dahin. Jetzt aber hier hoch, ne? Genau. Zack. Wow, so viele Figuren. Alle kaputt machen. Bin wie so ein Elefant im Porzellanladen. Aber ich will nicht direkt alle kaputt machen. Nur so ein paar. Nur ein bisschen was sammeln. Hier ist auch ein Speicherpunkt. Gleich mal benutzen. Na komm, ich lass das mal. So. Ach so, durch das Licht komme ich dann einfach wieder raus. Ist ja wie bei Zelda. Gut. Was? Komische Geräusche. Wer macht das? Göttlichkeitstipps. Okay, schauen wir uns gleich an. Ich wollte hier den hier. Heiliger Knochen. Wer spielt hier diese komische Musik? Das ist creepy. Reiseführer, Göttlichkeitstipps. Verbinde Angriffe zu Kombos, um deine Göttlichkeit zu verbessern. Göttlichkeit erschafft eine Barriere, die Angriffe abwehrt. Das Fliehen aus Kämpfen wie ein Feigling oder Sterben in Wasser oder einer verfluchten Zone senkt die Göttlichkeit. Das schwächt dich sehr und macht dich verwundbar. Aha. Wo komme ich denn hier hin? Wir gehen da wirklich hinein? Wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Ich habe hierbei ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist hinter dieser Tür? Bist du sicher, dass wir bereit sind? Vielleicht sollten wir noch einmal nach draußen gehen. Nee, das heißt doch nur, dass hier irgendein fetter Kampf kommt, oder? Klar. Alles klar, lass uns gehen. Erst handeln, dann denken. Genau. Ganz mein Motto. Was ist euer Motto, falls ihr eins habt? Dann werden wir mal in der nächsten Folge hier weiterschreiten. Durch diesen komischen Tunnel. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss.